Hier ist ein junger Sänger aus Memphis, Tennessee. Bitte einen herzlichen Hayride-Applaus. Mr. Elvis Presley. Lass dir die Haare schneiden, du Schmalzlocke. In diesem Augenblick verwandelte sich dieser schmächtige Junge in einen Superhelden. Elvis Presley war ein globaler Megastar, dessen musikalisches Wirken bis heute nachhallt. Da kann es kaum einen geeigneteren Regisseur für die Verfilmung geben als der Australier Baz Luhrmann. Der hat mit pompöser Inszenierung schon seine Erfahrung, wie zum Beispiel im Musical-Hit Moulin Rouge. Der Film erkundet das Leben und die Musik des King of Rock'n'Roll, gespielt von Austin Butler. Allerdings steht die komplizierte Beziehung zu seinem Manager Tom Parker, gespielt von Tom Hanks, im Fokus. Die Geschichte umspannt eine Zeit von 20 Jahren, von Presleys ersten Auftreten bis hin zu seinem Leben als Superstar. Wir sind gleich, wir beide. Zwei ungewöhnliche, einsame Kinder, die nach der Ewigkeit greifen. Die komplexe Dynamik zwischen dem King und seinem Manager entfaltet sich dabei vor dem Hintergrund der sich verändernden US-amerikanischen Kultur, vor allem im Hinblick auf die Rassenproteste und dem Verlust der Unschuld der Staaten. Die wichtigste Bezugsperson für den King in dieser Zeit ist Priscilla Presley, gespielt von Olivia De Jong. Gedreht hat man den Film vorwiegend im australischen Queensland. Elvis kommt am 22. Juni in die Kinos.